Vorfreude ist immer groß. Auf groß, lass ich so sagen. Egal ob man Spieler ist oder Trainer. Die Champions League ist das größte auf Vereinsniveau. Da will man sich immer messen mit die Besten und so gut wie möglich Erfolg zu haben. Das ist nicht so einfach. Man spielt auch gegen guten Gegner. Das Spiel ist einfach sehr stark, denke ich, weil es ist eine Mannschaft, die zusammenspielt. Also sie nicht umsonst Meister von Ligue 1. Das ist keine einfache Liga. Und deswegen muss man, und sowieso in Europa, in die Champions League sehr sicher keine unterschätzen. Und das machen wir auch nicht. Die Vorfreude ist natürlich sehr groß. Ich glaube, wir haben gut regeneriert vom das Greuther Fürth-Spiel. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Und deswegen, ja, sind wir trotzdem, glaube ich, wieder frisch, weil es steht ein schönes Spiel an. Etwas, wofür wir letztes Jahr sehr, sehr hart gearbeitet haben. Es ist natürlich ein Vorteil, wenn man einen Trainer hat, der derselbe die Erfahrungen gesammelt hat als Spieler, auf dem Top-Level, auf dem höchsten Niveau gespielt hat. Und dann merkt man, dass das gelöst ist oder dass es dann besser geht. Und die Erfahrung ist natürlich super, um zu haben. Ja, und das gibt er uns dann ja immer wieder weiter.